Und wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft. Im Moment noch in Gorgrond, aber ich versuche den Weg zum Frostfeuergrat zu finden, was allerdings im Moment noch nicht so ganz gelingen mag. Ich dachte eigentlich, dass ich hier irgendwie rüberkomme, aber anscheinend habe ich das irgendwie verwechselt. Also ich werde jetzt nochmal versuchen, diese Richtung hier zu gehen. Oder kann ich hier lang? Möglich, dass es auch hier. Nee, da war ich ja schon. Da habe ich es schon versucht. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Das ist Schwachsinn. Ich versuch's hier. Ich versuch's hier. Und guck, ob ich hier irgendwo einen Weg bekomme, der über die Berge führt und der mich dann nach oben bringt. Hier ist zum Beispiel ein Pfad. Jedenfalls denke ich, dass das ein Pfad ist. Ob das jetzt tatsächlich einer ist? Nee, das ist kein Pfad, oder? Ich muss jetzt vor allen Dingen auch aufpassen, dass ich hier nicht die ganzen Viecher pulle. Die sind nämlich halt, die können mich dann halt auch irgendwann abmounten. Das ist kein Pfad, liebe Leute. Das ist definitiv kein Pfad. Aber irgendwo muss es rübergehen. Irgendwo muss es rübergehen. Gar keine Frage. Und ich weiß hundertprozentig, dass der Weg von Gorgrond zum Frostfeuergrat definitiv hier in Gorgrond zu finden ist. Das hier könnte es sein. Wobei ich auch eher das Gefühl habe, dass das mich weiter hier in den Norden von Gorgrond bringt, als dass mich das in Richtung Frostfeuergrat vorwärts bringen würde. Das ist nicht ganz leicht. Es ist einfach nicht ganz leicht. Aber vielleicht bin ich hier richtig. Vielleicht. Von Gorgorex Sturz aus vielleicht. Aber ich glaube, nein, da könnte ich mich dran erinnern. Diese grellen Farben hier. Nee, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Nee, das ist definitiv falsch hier. Also, dann bedeutet das, dass ich doch hier irgendwo zum Frostfeuergrat muss. Vielleicht habe ich was übersehen gerade. Ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, ne, dass ich was übersehen habe. Ich guck mal, ob ich jetzt hier just for fun einfach weiter kann, aber das sieht mir ja auch nicht nach einem Pfad aus, sondern halt auch eher nach so einem, ja, nach einem Felsvorsprung. Und das ist auch definitiv hier nicht richtig. Ganz, 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 ganz doof gerade. Da habe ich aber mich nochmal in letzter Sekunde vor dem Pull gerettet. Was habe ich denn da gerade abbekommen? Ach, shit, 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 shit. Das musste ja passieren. Erstmal wieder aus dem Kampf kommen. So, und jetzt schaue ich nochmal genau hier an die Mauer. An die Mauer. Ich nenne es Mauer, aber es ist ja keine Mauer. Den Felsvorsprung. Und nein, es sieht nicht so aus, als ob man da hochkommt. Ich meine, das da, das ist ja kein Pfad. Da komme ich ja nicht mal hier hoch. Da ist ja. Das ist ja Blödsinn. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Vielleicht muss ich auch von hier. Ja, vielleicht habe ich. Genau, das ist die Möglichkeit, dass ich vielleicht ein bisschen weiter von dort hinten dann hier hochkraxeln muss. Dass es also noch nicht hier ist, sondern noch ein bisschen weiter Richtung Süden und dann nach oben. Das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, ne? Die einzige Möglichkeit. Weil da. Hier geht es ja nicht lang. Ja, das habe ich ja schon ausprobiert. Aber nein, da kann ich mich doch auch dran erinnern. Also ich sage euch ganz ehrlich, meine Erinnerung sagt mir, dass es hier zum Frostfeuergrat ging. Also hier lang, über den gebrochenen Grat. Vielleicht habe ich da nicht richtig geschaut. Vielleicht hätte ich da noch mal gründlicher nachschauen müssen.
Ich versuch's jetzt erstmal nochmal hier. Auch wenn das hier auf den ersten Blick ja überhaupt nicht vielversprechend aussieht, sondern eher im Gegenteil. Das sieht ja nicht mal ansatzweise so aus, als ob es hier irgendwo einen versteckten Pfad oder etwas Ähnliches geben würde, was uns jetzt zum Frostfeuergrad führen würde, ja. Ich meine, hier ist zwar ein Pfad und der führt auch ja, dezent in die Richtung, in die wir müssen, aber... Oder ist es tatsächlich hier richtig? Die Todesgrimasse. Ist es hier tatsächlich richtig? Möglich wär's. Ich meine, es ist die Richtung, in die wir müssen. Ja? Hier haben wir nie gequestet. Warum eigentlich nicht? Nee, das ist aber falsch hier. Hier ist kein Pfad. Hier ist kein Pfad nach oben. Ich kann doch mal hier gucken jetzt. Ansonsten bin ich wirklich darauf angewiesen, dass ich mir das gleich nochmal bei Google oder so angucke. Hier ist ein Gorgrond-Pass. Führt der Pass eventuell zum Frostfeuergrad? Das sieht gut aus. Ja, das ist richtig. Aber den Weg bin ich doch das letzte Mal nicht gegangen. Hä? Aber hier ist richtig. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Halleluja. Jawohl. Sehr schön. Wir sind endlich, finally, im Frostfeuergrad angekommen. Und ich dachte schon, das wird gar nichts mehr. Und hier ist auch die Aspexis, ja, Questgegend hier direkt nördlich von uns. Wartet mal eben kurz, ich werde mich mal nochmal direkt hier, zack, wenn mir das gerade einfällt. Und es geht Zeitwander-Dungeon, ist jetzt auch wieder los. Das heißt, das werde ich heute Abend mit Sicherheit nochmal machen. Werde ich nochmal einen Zeitwander-Dungeon besuchen. Was für eine eigentlich? Was für eine ist es denn? Burning Crusade. Ja, warum nicht? Burning Crusade gefällt mir. Da werde ich mir heute Abend schön Zeit für nehmen. Und dann werde ich dort das ein oder andere Dungeon besuchen. Wäre natürlich jetzt schön, wenn ich jetzt noch zum Abschluss dieses Parts, also 7 Minuten, nehme ich auf jeden Fall noch auf. Wenn ich jetzt noch in dem Zeitraum jetzt hier vielleicht nochmal den Event-Boss machen könnte. So, hier hätte es wohl auch geklappt. Ja? Von wo kommen wir denn dann da raus? Nee. Oder? Doch. Hier ist das eine Höhle mit Ausgang? Nee, das ist eine Einbahnhöhle, wenn du so möchtest. Nee, das ist wohl tatsächlich der einzige Weg. Der einzige Weg, der uns von Gorgon zum Frostfeuergrad bringen kann. Also der einzige Weg, der auf Landebene wirklich die beiden Gebiete verbindet. Ja. So, und hier wäre dann halt jetzt entsprechend noch eine Aspexis-Quest. Auch gut, dass wir jetzt hier schon den Flugpunkt freigeschaltet haben. Denn wenn wir das nächste Mal zu Garnison gehen... Ich werde jetzt nämlich auch nicht in einem Rutsch den Frostfeuergrad hier durchmachen. Ich werde jetzt erstmal hier unten ein bisschen was machen. Vielleicht den Haustierkampfmeister noch besiegen. Mal gucken, was der kann. Und dann werde ich auch erstmal wieder zurück zu Garnison. Ich werde dort gucken, was wir für eine Aspexis-Quest haben. Ja, und so werde ich das nach und nach machen. Ich habe ja jetzt den Flugpunkt. Ich komme ja immer wieder schnell zum Frostfeuergrad zurück. Und jetzt hier haben wir die Position, wo ich damals mit dem stupiden Benutzen meines Hirns nicht weitergekommen bin. Es sah für mich nicht so aus, als ob man hier durchkommt. Ja, ich habe geguckt. Ich habe hier echt versucht, auch noch andere Wege zu nehmen. Ich bin nicht dahinter gekommen, wie man diesen Weg hier überbrücken kann. Ihr habt es aber jetzt gerade schon gesehen, eigentlich ist es relativ einfach. Das sieht zwar so aus, als kommt man hier nicht weiter, aber... Hier kommt man auch nicht weiter, aber wenn man dann hier jetzt links abbiegt. Und ich glaube, das hatte ich nicht geguckt. Ich hätte hier geguckt und von hier aus sieht es ja aus, als ob das hier Sense ist, ja, dass es hier nicht weitergeht. Hier mal gucken, ein bisschen an die Seite, weil hier dieser dicke Fels ist. Man merkt nicht, dass man hier durch kann. Und dann dachte ich mir, ja, toll, hier geht es nicht weiter, also gucke ich hier nochmal an der anderen Seite, zack. Hier geht's auch nicht weiter. Keine Chance. Ja, toll. Gut. Und was machst du? Du musst dich hier nach und nach durch diesen Stein wühlen. Was aber schwierig aussieht, beziehungsweise unmöglich aussieht, weil die Steine so gesetzt wurden, dass man den Weg kaum sieht. Das ist so eine Art optische Täuschung. Ja, und das habe ich halt damals nicht gerallt. Und
Hab dann erstmal, glaube ich, eine Stunde oder so versucht, einen anderen Weg zu finden, weil ich dachte, der ist versperrt, da ist ein Riesenfels dazwischen, da kommst du nicht durch. Da habe ich dann halt entsprechend hier komplett einmal die gesamte Front abgesucht und habe geguckt, na, finde ich hier, finde ich dort irgendwo eine Stelle, wo ich rüberkomme? Naja. Im Endeffekt habe ich nichts gefunden, wie ihr euch vorstellen könnt, und dann habe ich halt als letzte Möglichkeit Google gefragt. Und die haben mir dann gesagt, was ich falsch gemacht habe. Habe ich mir natürlich auch erstmal die Hand vors Gesicht gehauen und gedacht, ja, what the fuck. Da hättest du auch selber drauf kommen können. Aber es war tricky, das ist definitiv. Also es war, ist schon eine gemeine Stelle, ich finde. So, ich gucke mir jetzt den ersten Rahmob im Frostfeuergrad an, nämlich den Scout Garcia. Mal gucken, wo der ist. Der müsste hier sein. Wobei ich ihn hier auch noch nicht direkt sehe. Vielleicht muss man ihn auch erst irgendwie beschwören oder ähnliches. Erstmal werde ich jetzt die beiden Wachen hier erledigen. Die ganz schön viel Leben haben dafür, dass die eigentlich Stufe 93 sind, wie ich finde. Und irgendwie reagieren sie nicht. Ja, die kommen nicht her. Die gucken irgendwie nur doof. Ah, okay, hier geht's nochmal runter. Und da unten ist er. Ja. Und der hat jetzt zum Beispiel vergleichsweise wirklich so gut wie gar keine Leben hier. Der hat ja kaum mehr Leben als die beiden Wachen da oben. Ist dann doch schon noch ein bisschen merkwürdig, aber entsprechend der Loot ist halt auch crap, ne? Aber es geht mir ja ums Vervollständigen, ja? Ich möchte halt jeden Rahmob hier erledigen und so mache ich das nach und nach auch. Und erkunden sollte ich den Guten hier vielleicht auch, den guten Frostfeuergrad. Als ob es eine Person wäre, nein, den Frostfeuergrad. Einfach nochmal hier das Ganze erkunden. Ich glaube, brauchen wir ja auch, ne? Ich glaube, wir brauchen fürs Fliegen, müssen wir alle Gebiete in Draenor erkundet haben. Dementsprechend werde ich das auch definitiv machen. Vor allen Dingen gerade, wenn wir jetzt schon hier sind, dann lohnt sich das auch extrem. Wobei, ich werde ja natürlich auch nochmal öfter hier hinkommen. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht in einem Schwung durchmachen, sondern nach und nach erledigen. Muss ich jetzt echt erst Die sind ja alles nur so Low-Level-Viecher. Und der eine hat was gedroppt, was wertvoll sein könnte. Ein Ring für Stufe 91. Mit Stats natürlich, die seinesgleichen suchen, ne? Die kannst du dann schon theoretisch in Kataklysm an... nicht in Kataklysm, was rede ich denn? 91, also am Anfang schon anlegen. Mit 91, okay, ist doch nicht so gut. Ich dachte, okay, wenn das jetzt für 85 gewesen wäre oder 86, dass du damit schon Mists of Pandaria hättest leveln können, dann wäre es stark gewesen. Jetzt aber, naja, das ist eher mäßig gut. Wahrscheinlich keinen Cent wert. Okay, da war die Euphorie wieder schneller als die Realität. Irgendwie hatte ich so in Erinnerung, 90, ja, das ist ja Kataklysmzeit, aber 90 ist ja absoluter Blödsinn. Bis 90 war ja Mists of Pandaria und von 90 auf 100 ging es dann in Warlords of Draenor, ne? Das ist... Das sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Rahmob. Der Zyklonzorn. Der ist ja echt unspektakulär. Und das Ding wertet sich natürlich erstmal instant auf episch auf. Nicht, dass es episch irgendwie stärker wäre. Und hier, die Frostpelzratte fehlt uns noch in unserer Sammlung. So, wenn ich jetzt aber hier die große, große Auswahl... Oh. Das geht jetzt sowieso nicht. Zack, zack. Der Part wird jetzt ein bisschen länger.
Aber das macht hoffentlich nichts. Dafür jetzt einen neuen Part anzufangen wäre ein bisschen useless. Also die Ratte fange ich da ja auch noch, sonst vergesse ich das nämlich. So, bitte, 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 bitte. Ich hätte gerne die Glücksrakete, wollte ich sagen. Die Liebesrakete. Okay, diesmal haben wir keinen richtig krassen Damage-Dealer dabei. Das sieht man auch immer schon direkt daran, dass die jetzt so lange leben. Also in der Zeit, wo wir jetzt den ersten umgehauen haben, hatte ich schon eine Gruppe, und das habt ihr auch gesehen, mit der Eule. Da hatten wir alle drei schon erledigt. Naja, so kann ich wenigstens mal... Oh nein, na... Oh Gott, wie bitter, ne? Da kommt er genau in dem Moment, wo ich die scheiß Kometen zünde, ne? Da rennt er eben mal kurz random an einen ran und läuft da komplett unlucky von mir raus. War ja klar. War ja klar. Verdammte Axt, ey. Die kriege ich niemals. Vorher kriege ich 20 Mal den kopflosen Reiter hier. Was ist das denn hier? Ein Eisstachelbrütling. Okay. Ich brauche aber die Ratte. Versuche ich es mal bei der hier. Ungewöhnlich. Schwach. Ungewöhnlich ist doch gut. Aber ungewöhnlich ist nicht rar, oder? Ich weiß gerade gar nicht, ob ungewöhnlich rar ist, aber ungewöhnlich? Nee, selten ist rar. Selten ist rar, wie man ja an dem Götzen des Anilisat da oben sieht. Egal, ich nehme dann einfach jetzt das ungewöhnliche Viech. Das ist auch eine Taktik, ne? So ein Meteor zu zünden und dann einfach darauf und dann einfach nur noch Tanks zu haben, Tanks und Heals, und dann einfach nach und nach darauf warten, dass das gegnerische Viech hinübergeht. So, mal gucken. Erster Fangtreffer, ne? Er bietet mehr? Natürlich nicht. Lange her, dass wir mal wieder eins fangen konnten. Vor allen Dingen, weil wir die meisten ja mittlerweile haben. Jedenfalls die meisten, die man hier und dort mal sieht. Aber ja, gut. Schön. Haben wir jetzt schon mal eine. Sehr schön, sehr schön. Liebe Leute, ich denke, dann mache ich jetzt hier an dieser Stelle erstmal kurz wieder einen Cut. Wir hören uns im nächsten Part wieder und dann machen wir weiter hier im Frostfeuergrad. Oder halt entsprechend die Zeitwandler-Dungeons, die ja auch noch anstehen. Werde ich mir heute Abend mal überlegen. Auf jeden Fall werden wir während der Zeit auch nochmal in den Zeitwandler-Dungeon gehen. Gut, macht's gut. Ciao.